Wie ihr erkennen könnt, was habe ich hier? Pedale. Klickpedale, mit denen ich schon immer fahre. Ich kenne eigentlich gar nichts anderes, egal mit welchem Rad ich unterwegs bin. Egal ob im Dorf, im schweren Trail, wo ich viel laufen muss, im Cross, im Cyclocross, im Gravel, im Rennrad. Verschiedene Pedalen, eigentlich nur bei Rennrad und zu allen anderen Rädern. Ich fahre nochmal immer SPD, das heißt von Shimano kommt, mittlerweile auch auf anderen Systemen verbreitet. Und auf dem Rennrad, mal Look, mal Shimano, was gerade da ist. Was ist das Thema heute? Ein SPD-Pedal. Ein SPD-Pedal, was ich an dem Scott Genius zuletzt gefahren bin, bei so einem größeren Test im Finchgau. Und zwar geht es heute um das Garmin Rally XC200 Pedal. Das ist ein relativ neues Pedal aus dem Hause von Garmin. Ein Power-Pedal mit einer Wattmessung drin. Das bin ich gefahren. Muss sagen, ich habe keine Batterie oder ähnliches geladen. Ich habe es einfach dran geschraubt mit einem 15er Maulschlüssel. Wollte es einfach mal testen, wie es funktioniert. Ist es besser als SRM zum Beispiel, was ich jetzt auch schon länger getestet habe. Ja, ich war gespannt, ob es das verspricht, weil es ist ja auch nicht ganz günstig. Also so ein Doppelpack, da liegen wir schon über 1000 Euro. Das ist extrem sportlich. Klar, wenn ich einzeln zusammenrechne, ich hole mir eine Wattmessung beidseitig und ich hole mir ein paar gute Pedalen, da komme ich auch um die 1000 Euro. Also von daher kann man das so und so sehen. Es ist immer recht teuer, solche kleinen Sachen. Aber das Schöne ist halt, was ich positiv finde, ist, kein Teil schraubt man schneller an andere Räder, an das Gravelbike, an das Crossbike, an das Mountainbike als solche Pedalen. Und es ist halt immer SPD. Wie gesagt, es funktioniert einmal frei, Ein- und Ausstieg, es klappt. Ich habe eine Verstellfederung, falls ich sage, es ist mir zu hart oder es ist mir zu weich. Das geht. Also ich musste auch keine Glieds an meinen Schuhen ändern, nichts. Von daher war ich damit schon mal ziemlich glücklich. Dann kam der erste Einsatz. Es ist ja ein 15er Schlüssel. Das ist das Einzige, was man dabei haben muss. Immus hat man ja meistens dabei. Jetzt ein 15er Schlüssel. Auf Tour brauche ich das nicht, aber zumindest zum Installieren. Geht super schnell, im Gegensatz zu den alten Systemen von Garmin. Ich muss dort nicht irgendwas Spezielles mit Newtonmeter-Schlüssel machen. Wichtig ist natürlich, es fest anzuziehen, das Pedal. Da steht auch alles in der Beschreibung, die dabei ist. Genauso wie die Glieds, die dabei sind. Also gut festziehen. Das zeige ich euch gleich mal, wie das alles funktioniert. Vorher will ich noch mal kurz auf die Garmin-Pedale gehen. Die gibt es natürlich einseitige Messung. Dann kostet es ungefähr die Hälfte. Hier haben wir die beidseitige Messung, links und rechts. Somit sehe ich auch, wie viel Kraft habe ich links, wie viel habe ich rechts. Wo bin ich stärker, wo bin ich schwächer. Kann bei Verletzungen besser dagegen arbeiten. Geben viele Werte, auch die Trittfrequenz und natürlich die Leistung. Somit kann man auch einen längeren Anstieg besser überblicken, um nicht zu überpacen. Was habe ich noch als Zubehör dabei? In der kleinen Tüte. Ein paar kleine Sachen habe ich hier drin. Nochmal ein paar Ersatzdichtungsringe. Ein Pedalring, um zu sehen, ist das Pedal weit genug von der Kette weg, weil es muss ein paar Millimeter entfernt sein. Es darf nicht drankommen. Daher diese Abstandsringe, die auf das Pedal geschoben werden. Aber ich habe es mehr Räder jetzt schon probiert. Das war nicht mal ansatzweise in der Nähe. Noch ein paar Ersatzgummis für die Batterie. Also ich muss es auch nicht irgendwie USB laden, was immer ein bisschen umständlich ist bei Pedalen. Normale SPD-Glieds, das ist auch alles dabei. Und jetzt gucken wir uns mal das Batteriefach an. Ich habe es noch nie aufgemacht. Also es ist jetzt für mich das erste Mal. Dafür habe ich schon mir ein kleines Tool hier hingelegt. Da schauen wir doch mal, was da drin ist. Und wir schrauben einfach mal das Seitenfach auf und sehen dann schon eine schöne Batterie. Normale Knopfzelle, ein bisschen höher. Speicher hält sehr lange, musste ich bisher noch nichts weiter dran machen. Also ist für jeden Line einfach zu wechseln und zum Schluss einfach nur zumachen, schauen, dass das Dichtgummi wieder richtig sitzt, gut festziehen und dann sehe ich schon hier, wie die LEDs blinken. Dann weiß ich, ey, das Pedal läuft. Genau, jetzt habe ich mal die Pedalen. Was ist das Allerwichtigste? Links-Rechts-Gewinde. Hier erkenne ich schon, es ist ein Rechtsgewinde, also es gehört auf die rechte Seite vom Fahrrad oben aus gesehen oder von hinten aus gesehen. Was muss ich unbedingt machen? Ich mache hier immer gerne die Schutzkappen drauf, weil mit so einer Kurbel im Gelände stoße ich doch etwas öfters an irgendwelche groben Ecken oder beim Pedalieren an Wurzeln. Da nehme ich habe hier eine Spritze mit Fett, mache eine schöne Schicht Fett aufs Gewinde, damit auch nichts knacksen tut etc. Das ist ja auch immer ein Problem, warum Fahrräder etwas Geräusche machen. Ja, und dann drehe ich es ein. Nach hinten drehen. Pedal wird fest. 15er Schlüssel. So, ein paar Umdrehungen gehen noch. Und zum Schluss immer gut festmachen, nicht mit Gewalt. Wir wollen sie ja vielleicht auch irgendwann mal in ein anderes Rad bauen. So, jetzt machen wir das auch noch auf der anderen Seite. Wie gesagt, immer fett aufs Pedal. Das ist wichtig mit der Spritze. Vorher noch merken, wie lang ist die Kurbellänge. Dazu komme ich noch gleich. Steht meistens am Gewinde. Ich schiebe die Kappe wieder drauf. Und jetzt auch das Pedal mit Linksgewinde. Ich nehme meinen Schlüssel wieder und setze ihn an. Und schön festmachen. Jetzt sind die beiden Pedalen
schön verbaut, drehen sie auch schön, also auch gut gelagert, alles Industrielager. Und jetzt sehe ich schon, wie die LED auf der einen Seite blinkt. Beide Pedalen habe ich jetzt ordentlich festgezogen. Hersteller sagt 34 Newtonmeter, also merkt ihr schon, das ist ordentlich fest. Jetzt kontrolliere ich nochmal, dass das Pedal auch über 2 mm von der Kette entfernt ist. Ihr seht, das ist gar kein Thema, also wir sind hier weit von 2 mm entfernt. Jetzt muss ich natürlich mal runterschalten. Laut Hersteller soll man ja die 2 mm einhalten, da schauen wir jetzt nochmal und wir sehen, dicke Platz. Also hier passt fast der kleine Finger durch, von daher haben wir schon fast einen Zentimeter Platz, oben, unten, passt. Von daher sind die 2 mm zur Kette überhaupt kein Thema. Wie gesagt, das habe ich auch noch beim Kamerad gesehen, wo ich sie verbaut habe. So, jetzt wollen wir sie mal verbinden. Wir haben ja Wahoo im Programm. Wir schalten den einfach mal an und dann suchen wir mal die Pedalen. Element Roam, wie immer Bluetooth, GPS muss angeschaltet werden. Ich gehe in der App bei Wahoo einfach mal auf Einstellung. Das Handy hat er jetzt schon verbunden und jetzt kann ich hier drinnen unter Sensoren einrichten. Und dann sucht er schon, was möchte ich haben für neue Pedalen oder andere Geräte, die er gerade sucht. Also man sieht hier schon sehr viel. Die Garmin-Pedalen seht ihr schon, vollgeladen, obwohl ich sie ja schon einige Stunden im Betrieb habe und noch keinen Batteriewechsel gemacht habe. Dort sehe ich gleich, Garmin-Pedalen sind verbunden. Da kann ich sie noch umbenennen, Kurbellänge konfigurieren. Da hat man 175 eben zum Beispiel, haben wir eben noch geschaut. Gebe das ein, habe 175. Das ist dann auch immer gleich im Wahoo gespeichert. Also ich muss am Gerät selber nichts machen. Hier habe ich den 3-Sekunden-Wert, Normalized Power und die Durchschnittswattzahl. Das ist, was ich mir immer anzeigen lasse. Manchmal auch noch Links-Rechts-Verteilung, zumindest in der Auswertung. Somit ist das schon gekoppelt, also so schnell ging's. Natürlich ist mehr Technik in so einem Pedal, damit ihr mal seht, was macht das überhaupt aus. Gewicht ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Da habe ich euch mal die unterschiedlichen Gewichte aufgezeigt. Mit einem XTR-Pedal, mit einem XT-Pedal, mit einem SRM-Power-Pedal und mit dem Garmin-Power-Pedal. Also qualitativ muss ich sagen, bin ich schwer begeistert, auch von den ersten Tests, weil vor allem ich im schweren Gelände unterwegs war. Das heißt wirklich Steinschläge, Pedal auf Stein eingeschlagen, muss man fast sagen. Hat aber keine Probleme, keine Ausfälle, kein gar nichts. Nicht in der Höhe, nicht im Tal, nicht im Schnee, nicht im Wasser, nicht beim Hochdruck- oder Niedrigdruckreinigen. Irgendwie auch bei der Trockenfahrt danach. Alles hat immer funktioniert. Ich hatte gar kein Problem, bin da mega zufrieden und muss einfach sagen, das ist etwas mehr Gewicht, das nehme ich gerne in Kauf. Es spart mir das Wattsystem in irgendeiner anderen Lage, wie von Quark, wie von SRM oder von Stage, wo wir auch viel machen. Und dafür ein sehr cooles Produkt, wo ich sagen kann, ja, 3 Räder, ich habe Einsatzpedale. Besser geht es eigentlich nicht und einfach von umschrauben geht auch nicht. In diesem Sinne, immer Leistung zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Ihr wollt weitere Videos von uns sehen, die findet ihr dort. Und was uns besonders wichtig wäre, gebt uns ein Feedback. Schreibt in die Kommentare, ob ihr besondere Wünsche habt zu den Videos, Themen, die wir ansprechen sollen, von uns, von mir, über bestimmte Bikes etc. Wir würden uns freuen. Bis bald, euer Michael.